Wunderbar. Es ist so schön, wieder hier zu sein. Duisburg. Und ich bin oft in Deutschland. Für 2 Wochen war ich noch in Hannover, in die Ichthus-Gemeinde, vorher von Matthias Hoffmann. Wir haben ein wunderbares Wochenende gehabt da. Und in 2 Wochen, 3 Wochen werde ich noch nach Steinfurt gehen und noch andere kommen noch. Und ich habe mal Zoom-Meetings auf Deutsch gemacht. Das ist mit, das sind 2 prophetische Frauen und das heißt King, das ist auf YouTube Kingdom Life Now. Kingdom Life Now. Und da haben wir so 8 Seminaren mit Zoom aufgenommen. So, das ist auch, wenn du sagst, ich will mehr, dann ist das möglich. Ja, wir haben gerade das Opfer schon aufgeholt, sagt man das? Angenommen? Eingesammelt, ja. Wir wollten einmal mal, haben wir uns überlegt, um ein prophetisch Opfer zu machen. Und das ist, man nimmt dann einen Zettel und schreibt darauf einen Betrag und das ist das Betrag, was dein Nachbarn dann geben sollen. Das ist doch wunderbar. Ne? Wir wollten das, aber haben wir nicht gemacht. Und ja, ich wollte mal anfangen mit dieses Gemälde. Das habe ich für 6 Monate habe ich das auch dabei gehabt, oder? Ich weiß nicht. Denke nie. Ich denke nein, aber so, ich werde das hier hinstellen. Und das ist von Lukas 15, der wartende Vater. So, statt dass wir sagen, der verlorene Sohn, ja, das ist doch etwas von Lukas 15. Die Übersetzer von der Bibel hat mal gesagt, die hat das drüber geschrieben, verlorene Schaf, verlorene Mündstück, verlorene Sohn. Es ist gefundenes Schaf. Und das Mündstück ist gefunden und der Sohn ist wieder zurückgekommen. So, das sagt etwas über das Denken von der Übersetzer. Ich wollte das mal gerne positiv machen und sagen, ja, das ist der wartende Vater. Der Sohn ist weggegangen, aber er ist niemals aus das Herz vom Vater rausgegangen. Es war immer da. Und seine Liebe war unveränderlich, hat sich nicht geändert, nicht für die erste und nicht für die älteste Sohn. Aber es geht darum, dass wir in die Position kommen, dass wir die Liebe empfangen können. Es ist nicht, dass der Vater anfängt, dich zu lieben einmal. Nein, 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 er liebt dich, er liebt dich, er liebt dich. Unheimlich viel. Wenn wir, wenn das Moment, dass der Vater uns kennt, Wenn war das Moment, man kann sagen, wenn man wiederum geboren ist? Wie lange her war das für dich? 19 Jahre. Aber ist das Moment, dass der Vater dich kennengelernt hat? Nein. Wenn hat der Vater dich kennengelernt? Ja, es ist nicht vom noch vor, dass du in die Gebärmutter von deiner Mutter war, von vor die Grundlegung der Welt. Und dann ist die Frage, ist das vor oder nach der Sündefall? Vor. So, das bedeutet, dass er dich kennt auf das Moment, dass du noch vollkommen war. Wow. Und er sagt,
Das ist mein Ziel. Verstehst du? Wie wunderbar ist das? Wir kennen uns selber nicht, wie Gott uns kennt. Und er sagt, das ist ein Abenteuer, aber vertraust du mich? Ich muss wieder ein bisschen mit das Deutsch natürlich, jetzt wieder längere Zeit, zwei Wochen in die Niederlande, so das Deutsch muss wieder rauskommen, aber das am Ende des Wochenende wird das alles wieder gut sein. Ja. So, wie Ruben das schon gesagt hat, das Thema die Offenbarung des Vaterherzens Gottes und die Gemeinde Jesu und die Gemeinde Jesu zu sein. Wie sieht die Gemeinde aus? Wie soll die Gemeinde aussehen? Und dann denke ich über die Wiederkunft von Jesus. Er kommt und was wird er machen? Er kommt für sein Braut. Und das sind wir. Aber sind wir schon die Braut? Ja. Ich war in Ghana und da war die Vorbereitung für eine Hochzeit und das war draußen ein großes Feld und dann so, ich denke 10, 15 Leute waren da und die haben mit der Vorbereitung angefangen und das war, ich denke, Donnerstag und am Wochenende wird die Hochzeit dann sein. Und die 15 Leute waren da und einer von diesen war die Braut, aber ich wusste nicht, welche das war. Ja, wahrscheinlich ein von den Frauen. Aber ich konnte das nicht sehen. Drei Tage später bin ich wieder vorbeigefahren und da waren mehr als 300 Leute da. Aber ich konnte, guck, das ist die Braut. Drei Tage. Sie war in Vorbereitung. So die Gemeinde ist in Vorbereitung, Braut zu sein. Das Wichtige ist, dass wir sollen aussehen als die Braut. Die Leute sollen uns sagen, das ist die Braut. Wer kann das sagen? Ist das Leute von der Gemeinde oder Leute von der Welt? Von der Welt. Aber heute, ist es heute schon, dass die Welt sagt, guck dann doch, die Braut, ja oder nein? Ja, man muss Entscheidung machen, ja oder nein? Ich denke, wir sind in einem Prozess, aber wir sind noch nicht völlig da. Stimmt oder nicht? Wir sind noch nicht völlig da. Aber dann sagen wir, dann warten wir, bis der Jesus kommt, weil dann ist alles fertig. Nein, Jesus sagt, ich warte auf dich. Wenn du fertig bist, kann ich kommen. Jetzt ist es, dass die gute Nachricht ist, dass der Vater sagt, ich bin dran. Das Moment, dass Jesus zurück im Himmel gekommen ist. Himmelfahrt. Was denkst du? Wie war das? Der Vater, der wartende Vater, Jesus hat alles gemacht, alles. Alles gemacht, was der Vater gefragt hat, gesagt hat.
So, ich denke auf das Moment, dass Jesus zurück im Himmel kommt. Die haben einander umarmt. Nicht so, ha, schön, dass du wieder da bist. Nein. So völlig vom Herzen. So eine Umarmung, dass man denkt, es kann eine Ewigkeit dauern. Ne? Und ich denke, der Vater hat gesagt zu Jesus, wow, du warst großartig. Du hast alles gemacht. Wunderbar. Und du bist dadurch hingegangen. Ja, ich war auch da. Aber du hast gemacht. Setz dich doch. Meine rechte Seite. Setz dich doch. Jetzt bin ich dran. Und ich werde die schönste Braut. Ich werde Sorg tragen dafür, dass du die schönste Braut bekommst, die man einmal gesehen hat. Ich bin jetzt dran. Und deswegen sagt der Vater, ich werde, was brauchen wir? Wenn sieht die Braut gut aus? Ja, Vergebung. Ja, Vergebung ist gut. Gieß mal Vergebung aus. Gnade ausgegossen. Trost, ja, Heilung, Befreiung. Ja. Glory, die Herrlichkeit. Die Herrlichkeit. Ja, die sollen Träger von der Herrlichkeit sein. Und der Vater sagt, ich werde das machen. Das Einzige ist, dass wir freiwillig unseres Leben an ihm geben. Weißt du noch, vom 6 Monate her, der Penn, der hier war, das war die Geschichte. Und die Geschichte, das war, dass wir alle haben eine Autobiografie. Ja, die leben wir. Wir leben unsere Autobiografie. Aber wir können das aufschreiben. Nicht jeder kann gut schreiben, wie ich. Nicht jeder kann Bücher schreiben. Aber dann sagt in der Welt, wenn jemand das für dich macht, das heißt ein Ghostwriter. Jemand, der sagt, ich werde das machen. Mein Name kommt nicht drauf. Das ist dein Name, deine Geschichte, aber ich werde das schreiben. Und Vater Gott sagt, ich habe eine Holy Ghost Writer. Ich habe eine Holy Ghost. Aber dann sagt er, ich kann nur schreiben, wenn du mich deine Kugelschreiber abgibst. Ja, und dann, was geschieht dann mit meinem Leben? Was wirst du machen? Und wenn man ein bisschen Angst hat für Gott, ja, was soll ich machen? Kann ich ihm vertrauen? Weißt, wenn du deinen Vater oder dein Lehrer oder dein, eine Person mit Autorität in deinem Leben, wenn du jemand nicht vertrauen kannst, konnte, dann ist da eine Erfahrung in dein Herz. Und hier können wir Gott dann vertrauen. Ja, Gott ist gut, Gott ist Liebe, Gott ist bla, alle Versen, die ganze Bibel können wir zitieren, ne? Sagen, was gut ist. Aber wenn es darauf ankommt, dann ist die Erfahrung stärker als dein Verstand. Der reiche Jüngling sagt, nein, das kann ich nicht. Meine goldene Kugelschreiber, nein. Das kann. Jona, nach Nineveh, nach Tarsus. Ich schreibe ein Kapitel Tarsus in mein Buch. Und Gott sagt, aber kann ich ein Kapitel in dein Buch schreiben? Nineveh? Und nur, wenn er in das Wasser sinkt zum Boden und die Fisch kommt, und dann 3 Tage in die Fisch. Dann sagt er, okay, dann. Du kannst mein Kuh. Wie ist das mit dir? Wie ist das? Weil
die Braut hat ihr Kugelschreiber abgegeben. Ich wollte etwas lesen, was ein bisschen was über Gott erzählt. Epheser 2, 4 und 5. Aber Gott, der da reich ist an Barmherzigkeit, durch seine große Liebe, damit er uns geliebt hat, da wir tot waren in den Sünden, hat er uns samt Christo lebendig gemacht. Denn aus Gnade seid ihr selig geworden. Wir müssen mal verstehen, und ich werde später wahrscheinlich heute Abend noch mehr darüber erzählen, aber das Moment von die Sünde, die Sündefall, Adam und Eva. Gott hat gesagt, wenn du von die Frucht, von die Baum von der Erkenntnis, von Gut und Böse isst, wirst du vor sicher sterben. So statt, es hat angefangen mit Leben. Gott hat Adam von das Sand, die Erde geschaffen. Er sagt, irdisch ist nie, genügt noch nicht. Da sollte der Geist, das Leben sollte reinkommen. Und dann hat er, sollte ich das mal machen? In deine Nase? Ja. In seine Nase hat er geblasen. Ja, ich habe Knoblauch gegessen. Und dann, wenn Adam die Geist empfangen hat, war er lebendig geworden. Gott hat den Mensch geschaffen. Wo war Eva? Noch nicht da? Er hat in Mann und Frau geschaffen. Adam, Mann und Frau. Das ist doch ein schönes Thema für diese Zeit. Adam, Mann und Frau. Das ist doch schön in dieser Zeit, ne? Aber Gott sagt, ich habe Adam geschaffen und Eva war drin. Die dreieinige Gott hat die zweieinige Mensch geschaffen. Und später, wenn Adam gesagt hat, ja, aber wie kann ich Eva umarmen? Ja, so oder küssen, geht so schwierig, ne? Und dann hat er gesagt, okay, ich werde Eva rausholen. Und das hat Gott gemacht. So von, man sieht ein, aber das sind zwei. Das ist wichtig, weil das ist das Bild Gottes. Ein zu sein, wirklich eins. Gott ist wirklich eins. Vater, Sohn und Heiligen Geist, eins. Der Mensch, Mann und Frau. Aber er sagt, okay, jetzt werde ich Eva rausholen und jetzt durch die Liebe kannst du wieder eins sein. Und wir wissen, das ist auch, wenn Jesus kommt. Die Braut und die Bräutigam, die werden eins sein. Wirklich, wirklich eins. Wie Gott eins. Das kann man doch sich kaum vorstellen. Wenn wir über die Himmel nachdenken, dann denke ich oft noch, wir sind getrennt, aber dann sind wir nicht mehr getrennt. Und Gott sagt, das will ich, damit habe ich angefangen, schon. So, wenn du ein Bild von Gott hast, weit weg oder ein bisschen näher,
weil durch die Wiedergeburt ist er ein bisschen näher gekommen. Er sagt, nein, nein. Auf das Moment, dass Jesus stirbt am Kreuz, was geschieht im Tempel? Der Vorhang ist zerrissen, von oben nach unten. Ist nicht einfach, ist so dick. Zwei Paar Ochsen eine Seite, zwei Paar Ochsen andere Seite, kann das Vorhang nicht zerrissen. Bei meinem Papa, mit zwei Fingern, hat es gemacht. Warum? Weil das Wort Gottes sagt, wie die Tempel aussehen sollte, mit Vorhang. So warum hat Gott den Vorhang zerrissen? Zugang? Noch? Hör mal. Die Trennung? Ja, hör mal. Gott hat gesagt, endlich, jetzt kann ich rauskommen. Er sagt nicht, du sollst in den Tempel, in das Heiligtum reinkommen. Ich kann rauskommen. Ich will nicht für ewig in ein durch Menschenhanden gebaute Tempel von Stein leben. Ich will bei dir sein. Ich will in dein Herz. Ich will leben. Ich will nicht getrennt sein. Ich will nicht, dass wir Volk und Gott. Nein. Ich will Wohnung machen. Das Sein. Und so oft ist es für uns noch, dass wir Gott dienen. Wenn wir Gott dienen von einem Abstand, dann ist das Religion. Ja. Und er sagt, auf das Moment, dass Jesus gestorben ist, Religion ist vorbei. Tempelzeit ist vorbei. Jetzt ist es Beziehung. Ich weiß nicht, ob ich das mal erzählt habe, aber ein Mann und ein Sohn. Der Sohn wächst auf in ein Dorf und später geht er studieren in der Stadt und dann arbeiten. Und sein Vater ist alt geworden und kommt das Moment, dass sein Vater stirbt und er, die Beerdigung ist da und er geht wieder zurück nach sein, der Sohn geht wieder zurück in die Stadt und noch später, einige Jahre später, denkt er so, ich will noch mal nach das Dorf, wo ich aufgewachsen bin. Ich will noch mal durch die Straße laufen. Und er kommt auch an das Haus vorbei, wo er mit seinem Vater gewohnt hat. Und wenn er vorbeigeht, hört er plötzlich hinter sich eine Tür. Er guckt und er sieht die alten Nachbarn. Leichweiß. Und er sagt, willst du das niemals wieder machen? Willst du das, ich bin so erschrocken, willst du das niemals wieder machen? Und er sagt, was habe ich dann gemacht? Ja, sagt er, du bist an meinem Fenster vorbeigegangen und ich habe doch gedacht, ich sehe deinen Vater wieder. Wie lange hat der Sohn geübt, zu laufen wie sein Vater? Wie lange? Wie lange hat der Sohn geübt? Wie lange hat das gedauert? Gar nicht! So, wir müssen Gott kennenlernen durch Bibelstudie. Bibelstudie ist gut. Aber kennen, das kommt vom Herzen hinaus, das kommt von drinnen. Das ist nur möglich, wenn wir auch die Erfahrung haben.
der da reich ist an Barmherzigkeit. Wow. Aber dann ist es wichtig, dass da Momente in dein Leben sein, dass du die Barmherzigkeit Gottes erfahren hast. Durch seine große Liebe. Wir haben Gott lieb, weil er uns zuerst geliebt hat. Genau. So, ist es, lass mal, weißt du noch? Das ist Gott, das ist der Mensch. Der Mensch ist geschaffen, um eins mit Gott zu sein. Gott sagt, passt genau. Und wenn wir mit ihm verbunden sind, sagt er, alles, was ich habe, ist dein. Man kann alles, die Liebe, man kann alles, was Gott ist, durch das, was Gott ist, können wir sein. Wie? Einfach durch in die richtige Position, verbunden mit Gott zu sein. Hier ist es falsch gegangen. Adam und Eva haben gesagt, das hat der Satan gesagt, wenn du isst von dem Baum, die Frucht von dem Baum von Erkenntnis von Gut und Böse, wirst du sein wie Gott. Adam hat sagen können, ich bin geschaffen in sein Gleichnis, nach seinem Bild und sein Gleichnis. Aber Satan sagt, ja, aber du kannst sein wie Gott, ohne von ihm abhängig zu sein. Abhängigkeit ist der Schlüssel. Abhängigkeit ist der Schlüssel. Wenn wir von ihm, sonst, Gott sagt, du lebst noch, aber eigentlich bist du tot. Du sollst vor sicher sterben. Wenn wir essen von dem Baum, von der Frucht, von dem Baum, von der Erkenntnis, von Gute und Böse, wirst du vor sicher sterben. Ist es gut, das zu versuchen, das Gute zu tun, ja oder nein? Gut. Ist es gut, zu versuchen, das Schlechte nicht zu tun, ja oder nein? Ja, beide falsch. Weil niemand, sagt die Bibel, ist gut. So, wenn wir das versuchen, wer ist gut? Gott ist gut. Und wir sagen, wir wollen sein wie Gott, ohne von ihm abhängig zu sein. Wir versuchen, gut zu tun. Das ist Essen von dem Baum von Erkenntnis von Gut und Böse. Und wenn man davon isst, dann bist du Träger von dem Tod. Da ist noch ein Baum, der Baum des Lebens. Wir sollen essen von dem Baum des Lebens. Leute sagen zu mir, aber wir haben das Verstand doch von Gott bekommen. Ja, stimmt. Die Holländer, die haben Verstand. Die Holländer leben von das Verstand hinaus. Glücklich ist das nicht so mit den Deutschen. Mit den Deutschen ist das Verstand nicht so wichtig. Das Herz, das Herz ist das Wichtigste für die Deutschen. Ja. Hier und da, vielleicht. Vielleicht gibt es so hier und da. Weiß ich nicht. Wir schaffen das. Wir schaffen das. Ups. So, hier, wenn wir getrennt sind von Gott, sind wir Träger von dem Tod. Ein Baby, die geboren wird, ist auf dem Weg zum Grab vom ersten Tag. Und Gott sagt, aber ich bin da, um Wiederherstellung zu bringen. Das Leben zurückzugeben. Aber Gott ist Geist. Gott ist Leben, ewig Leben. Gott ist.
ohne oder entfernt von Gott ist es unmöglich, das festzuhalten, das zu besitzen. Nur in Abhängigkeit. Wenn der verlorene Sohn, der Sohn war noch immer in das Herz vom Papa und du bist in das Herz vom Papa. Du bist da. Aber er sagt, ich will so gerne die Liebe umtauschen. Die irdische Liebe will ich umtauschen mit göttlicher Liebe, geistlicher Liebe. Ich weiß nicht, ob ich das erzählt habe letztes Mal, aber James Jordan hat gesagt, können wir die Mensch im Paradies eine Farbe geben, eine Farbe, grün. Und er hat das von C.S. Lewis, die grüne Frau. Und grün ist nicht ein Hauptfarbe, eine keine Primärfarbe, aber ist aufgebaut von Gelb und Blau. Gelb ist das, guck mal, ja, schön. Gelb ist das Irdische. So, wir haben eine gelbe Natur. Adam hat eine gelbe Natur bekommen von Gott. Haben wir noch immer eine irdische Natur, ja oder nein? Ja. Haben wir. Wir sind noch irdisch. Doch. Aber da war, der Geist war dazu gekommen. Welche Farbe? Blau. So deswegen war der Mensch grün. Ist ein Beispiel. Ne? Die waren nicht grün, natürlich nicht. Aber das ist ein Beispiel. So, die blaue Natur. So gelb und blau zusammen grün. Das Moment, dass die Entfernung stattgefunden hat, was ist hintergeblieben? Blau. So der Mensch ist gelb geworden. Und Adam sagt zu Eva, Eva, willst du... Witz. Adam sagt, Mensch, du bist völlig gelb. Und Eva sagt, Mann, guck dich selber an, du bist gelb. Und die haben gesagt, ja, wir sollten grün sein. Jetzt sind wir gelb. Ich weiß was. Grüne Feigeblätter. Die haben versucht, wieder ein bisschen grün zu werden. Aber die grünen Feigeblätter ändern die gelbe Natur nicht. Wir versuchen durch Gehorsam grün zu sein. Aber Gehorsam ändert deine Natur nicht. Nur Gott in Abhängigkeit. Nur Gott. So, die irdische Mensch, die ist in eine Position gekommen, wir nennen das die Waisenposition. Warum? Weil der Vater kann ihn nicht versorgen. Und der Vater sagt, ich will, aber Geist und Fleisch, das geht nicht zusammen. Gott ist Geist. Und man muss Geist haben, Geist von Gott, um völlig mit ihm verbunden zu sein oder die Möglichkeit zu haben, verbunden zu sein. So, wenn man ist in die Waisenposition gekommen, nur Adam und Eva? Alle, die ganze Schöpfung,
Die ganze Schöpfung ist in den Zustand von Waisensein gekommen. Deswegen sagt Jesus, ich werde dich nicht als Waisen hinterlassen. Ich werde zu dir kommen. Wiederherstellung. Now, ein irdischer Mensch in die Waisenposition, ist es möglich, kennt der ein Waisenkind, kennt er eine Form von Liebe, ja oder nein? Menschlich, ja, eine Form von Liebe, eine Form von Vergebung, eine Form von Gnade. Die kennen, die Welt kennt das, aber es ist gelbe Liebe, gelbe Vergebung. Es ist irdisch. Es tragt den Tod in sich. Und es hat nicht die Möglichkeit, etwas zu bedeuten für die Ewigkeit. Irdisch kann nur, ist nur für diese Zeit. Irdisch hat keinen Ewigkeitswert. Irdische Liebe, Vergebung, Gnade kann niemals Ewigkeitswert haben. So, in andere Wörter, es ist nicht echt. Es sieht aus wie. Das ist am besten. Es sieht aus wie. Man kann es auch seelische Liebe nennen. So, jetzt, wenn man Christ geworden ist, hat man dann noch seelische Liebe, ja oder nein? Ja. Die irdische Liebe. Wir sind Träger von der irdischen Liebe. Und wenn man wiederum geboren wird, wird dann alles geändert, ja oder nein? Aber dann wärst, wenn wir Ja sagen, dann sind wir vollkommen. Sind wir schon vollkommen, ja oder nein? Oh, danke. Die deutsche Gemeinde sagt nein. Wir sind nicht vollkommen. Ich werde das zu Hause erzählen. Die Deutschen haben gesagt, wir sind nicht vollkommen. Ja. Ich auch noch nicht. So, hör mal, das Irdische, wenn werden wir los von das Irdische? Auf welches Moment, wenn? Fast, aber noch nicht völlig. Wer sagt das? Ja, wenn Jesus wiederkommt. Die Toten, die in Jesu gestorben sind, die werden ihm in die Luft entgegengehen und dann werden wir geendet. Dann, endlich sind wir frei von das Irdische und werden wir völlig blau sein. Okay. Nur Deutschland lacht, weil die anderen verstehen das nicht. Aber bis dass Jesus kommt, sind wir dann noch Träger von der irdischen Natur, ja oder nein? Auch wenn wir wiederum geboren sind? Okay. So, was bedeutet das dann? Weil wir haben gesagt, wir sollen Gemeinde sein. Was ist das? Und Gemeinde sein, das bedeutet wir, unseres Leben.
und unseres Leben und dann verbunden, das ist Gemeinde, das ist das Leib Christi, weil es ist nicht nur Duisburg, es ist nicht nur Deutschland, es ist weltweit und Israel. Zusammen mit Israel werden wir ein neuer Mensch sein. Wenn man wiederum geboren ist, sind wir dann Adam für die Sünde Fall ähnlich, ja oder nein? Vor der Sündefall. Sind wir dann Adam ähnlich, wie er war vor der Sündefall, ja oder nein? Schön darüber nachzudenken. Er ist, sein Origin ist von irdisch. Jesus ist von Origin himmlisch. Der Geist ist dazugekommen bei Adam. Jesus hat das Irdische angezogen, aber von Origin ist die himmlische Geist. Und wie die Irdische ist, sind die Irdischen, und wie die himmlische ist, sind auch die himmlischen. Wir sind ein neuer Mensch durch die Wiedergeburt. Das Irdische ist noch da, aber das ist nicht mehr unser Ursprung. Den Ursprung finden wir in Gott. Das gleiche, Epheser 2, 4 und 5. Ich werde fast, das ist die Introduktion, ich werde fast anfangen. Aber Gott, der da reich ist an Barmherzigkeit durch seine große Liebe, damit er uns geliebt hat, siehst du, damit er uns geliebt hat. Was er macht ist, er schenkt uns Barmherzigkeit, aber wir haben die irdische Barmherzigkeit, aber Gott sagt, durch Erfahrung können wir das umtauschen? Kannst du die himmlische Barmherzigkeit empfangen? Wenn man die himmlische Barmherzigkeit empfangen hat, durch Erfahrung, ist es für uns möglich, die Barmherzigkeit Gottes durchzugeben. Warum ist das so wichtig? Weil Gott sagt, ich will, dass die Menschen mich in und durch dich sehen können. Und das hat nichts mit dem irdischen Mensch zu tun. Er sagt, durch seine große Liebe, damit er uns geliebt hat, das Moment, da war ein Moment für die verlorene Sohn, in die Arme vom Papa. Bis das Moment, weil wir denken oft, dass die Änderung gekommen ist, wenn er eine gute Wahl gemacht hat, beim Schweine. Er hat eine gute Wahl gemacht, aber auf dem Weg zum Vater war er noch immer Waisenkind, ja oder nein? So deine Wahl, deine Entscheidung ändert die Waisenstruktur vom Denken in dich nicht. Du kannst das Waisensein in dich nicht ändern. Das können wir nicht. Dafür brauchen wir Papa. Der Vater, nur der Vater, für den Vater ist es möglich, die Identität von Sohnschaft zu geben. Wir können ein Kind von Gott sein. Guck mal, die Wiedergeburt. Wo findet die Wiedergeburt statt? Entfernt vom Vater oder in die Arme vom Vater? Falsch.
Ich habe so lange gedacht, dass die Wiedergeburt das Ziel ist. Und dann predige ich das auch. Du sollst wiederum geboren werden. Dann können wir. Warum dachte ich das? Weil dann kann ich im Himmel gehen. Kann ich im Himmel gehen, wenn ich wiederum geboren bin? Ja oder nein? Ja, natürlich. Aber das ist nicht das Ziel. Das ist das Mittel, um zum Ziel kommen zu können. Was ist das Ziel? Zu Hause kommen in die Arme von Papa. Aber das ist freiwillig. Jesus sagt, ich bin der Weg zum Vater. Und er sagt nicht, guck mal, da ist der Vater, geh mal. Er sagt, ich bin der Weg. So, wenn du auf dem Weg gehst, das ist mit Jesus. Er sagt, wir gehen zusammen. Und zu Hause kommen, das Wiedergeburt, wir empfangen den Geist, sind wir dann Sohn und Töchter, ja oder nein? Ja. Ein Waisenkind, der verlorene Sohn, entfernt von seinem Vater, war er noch Sohn, ja oder nein? Natürlich. Konnte er von der Sohnschaft hinaus leben, ja oder nein? Nein. Weil er hat nur seine eigene Kraft. Er war nicht verbunden mit seinem Vater. So wie es ist möglich, viele Christen in Gemeinde zu haben, die noch in die Waisenposition leben. Sind die gerettet, ja oder nein? Natürlich. Aber das Ziel ist nicht gerettet sein. Das Ziel ist, Bildträger von Gott zu sein. Das ist das Ziel. Du bist nicht das Ziel, Gott ist das Ziel. So lange war ich egozentrisch statt christozentrisch. Ich dachte, es ist wichtig, ich, meine Dienst, meine Sünde, meine Gehorsam, mein ich. Ja. Aber der Vater sagt, Henk, hör mal. Eigentlich bist du nicht so wichtig. Was hast du gesagt? Er sagt, ich bin wichtig. Okay, sorry. Jetzt werde ich diese Vers von Epheser 2, 4 und 5 in die Amplified-Übersetzung und dann auf Deutsch. Gott aber, der so reich an Barmherzigkeit ist, wegen seiner großen und wunderbaren Liebe, mit der er uns geliebt hat, hat uns, obwohl wir geistlich tot und wegen unserer Sünde von ihm getrennt waren, zusammen mit Christus geistlich lebendig gemacht. Denn durch seine Gnade, seine unverdiente Gunst und Barmherzigkeit, seid ihr vor Gottes Gericht gerettet worden. Jetzt ist wichtig zu verstehen, was Gott mit Sünde tut. Hier steht, wir sind entfernt durch die Sünde. Stimmt das? Aber die meisten Christen haben das Bild, dass Gott sagt, du mit deiner Sünde, es ist wegen deiner Sünde, dass du entfernt bist von mir. Und das stimmt nicht. Er sagt, Jesus ist gekommen, um die Sünde wegzunehmen. Hat Jesus ein Problem, um sich
an einen Sünder zu verbinden, ja oder nein? Ah. Verstehst du? Oft denken wir, die Sünde sind es, die uns von Gott entfernen. So, wir müssen ohne Sünde sein, um zugelassen zu werden in die Nähe von Gott. Aber das stimmt nicht. Und hier ist es, müssen wir nachdenken. Gehört die Sünde die Strategie von Gott oder die Strategie von Satan? Wichtig, wichtig. Gehört die Sünde in die Strategie von Gott, ja oder nein? Oh, das ist schwierig, hä? Das ist schwierig, da vollmundig da eine Antwort zu geben. Aber das ist so wichtig. Weil wenn wir sagen, dann haben wir ein bestimmtes Bild von Gott. Jetzt auf Deutsch. Es gibt die Versuchung und nach der Versuchung kommt die Sünde. Und wenn die Sünde vollendet ist, bringt das Tod. Gut. Stimmt? Versuchung, Sünde, Tod. Sünde kommt von Versuchung hervor. Versucht Gott, ja oder nee? Ja oder nein? So kommt die Sünde von Gott, ja oder nein? Nein, natürlich nicht. Natürlich nicht. Es kommt vom Teufel. So Gott sagt, ich bin vor dich. Ich bin neben dich. Ich bin mit dir. Ich stehe an deiner Seite gegen die Sünde. Wir sind zusammen. Und wir haben immer gedacht, dass Gott hier steht. Wir Sünder, Nein, Gott sagt, ich habe meinen Sohn gegeben. Freiwillig. Ich hab alles gemacht. Das Blut von Jesu reinigt von aller Sünde. Er will die Sünde, er ist gekommen, um die Sünde wegzunehmen. So, er sagt, wenn du, ja, morgen werde ich dich erzählen, wo das steht, aber wenn du durchhalt in die Versuchung, wenn man durchhalt, was empfängt man dann, sagt Gott? Weißt du das? Wenn man durchhalt, sagt ihr, dann wirst du die Krone, sag noch mal, die Krone des Lebens empfangen. Hör mal, Gott sagt nicht, Herr, Satan, und guckt über seine Schulter und sagt, was hast du da für eine Strategie? Versuchung, Sünde, kann ich die Sünde auch benutzen? In meine Strategie? Natürlich sagt er das nicht. Er sagt, was hast du für Strategie? Hast du Versuchung? Hast du das? Fangst du mit Versuchung an? Warte mal, wenn du durchhalt in die Versuchung, wirst du, dann drehe ich alles um. Man geht nicht weiter zum Tod, nein, die Krone des Lebens, das ist gerade die andere Seite. Das ist mein Gott, das ist mein Vater. Er hat einen Plan von Wiederherstellung. Und er sagt, ich bin vor dich. Und wir haben so lange gedacht, dass er gegen uns war. Schrecklich.
voll Barmherzigkeit, voller Liebe. Und er sagt, ich bin, komm in die Position, hier, die verlorene Sohn. Er hat es nicht erwartet, aber er konnte kommen, wie er war. Petrus, weißt du noch? Es gibt noch immer kein Pflanz hier. Sollte nächstes Mal so ein Pflanz, ein Baum, ja. Jesus, wenn Petrus fischt und er hat, wie viel hat er gefangen? Nix, er hat nix. Wenig ist möglich, eins ist möglich, nix ist ein Wunder. Jesus im Busch hat die Fisch weggesandt. Alle weggesandt. Geh. Kannst zurückkommen, wenn ich das sage. Kleine, ich auch? Ja, du auch, ja. Und dann hat er gesagt, geh mal fischen. Ja. Du bist Rabbi, ich bin Fischermann. Ich habe nichts gefangen in der Nacht. Was denkst du, dass ich jetzt etwas fange? Okay. Ich werde mein Netz auswerfen. Hat er gemacht. Noch nie so viel. Die anderen, zwei Booten voll bis zum Sinken mit Fisch. Das ist viel. So, der Herrlichkeit kam offenbar. Petrus sagt, ging auf seine Knie und sagt, geh aus von mir, ich bin ein sündiger Mensch. Und was sagt? Petrus sagt, geh aus von mir, ich bin so gelb, als gelb sein kann. Und was sagt Jesus? Bekehre dich. Sagt ihr das? Du wirst Menschenfischer und komm, folge mir nach. Er sagt, gelbe Petrus, komm, folge mich nach. Du kannst kommen, wie du bist. Wir haben so oft, wollen wir jünger werden, sodass wir Jesus folgen können. Wir müssen Jesus folgen, um jünger zu werden. Das ist ein ganz großes Unterschied. Ne? Du kannst kommen, wie du bist. Du kannst kommen, wie du bist. Und The Passion Übersetzung sagt, und ich werde dich unterwegs ändern. Und statt dass er fängt an mit Fischermann. Fischermann, ist das die irdische oder die geistliche Identität? Er war Fischer. Er war ein gelber Fischer. So, Jesus fängt an, wo Petrus ist. Er ist noch nicht geistlich. Und in die 3 Jahre, er braucht das ganze Prozess. Am Ende von die 3 Jahre können wir dann noch immer die gelbe Natur von Petrus sehen, ja oder nein? Ja. Was hat er gemacht? Er hat ihn verleugnet. Ist das die gelbe Petrus, ja oder nein? Ja. Natürlich. Aber er braucht die Erfahrung. Er braucht die gelbe Erfahrung. Die Erfahrung, sodass er wisst, ich kann es nicht. Es ist nur durch abhängig zu sein. So, es ist für uns, es bestimmt kommt es in dein Leben vor. Eine Sackgasse. Oh, ein so schönes Wort. Und wenn du in die Sackgasse bist, Petrus, er war zerstört.
Gott sagt, endlich. Das können wir nicht durch Bibelstudie lernen. Gott sagt, ich benutze dein Leben. Bibelstudie ist hilfreich und kann hilfsam. Ja, das ist alles gut. Natürlich, natürlich. Aber dein Leben. Und in dein Leben werden das Erfahrungen, die negative und die positive. Und Gott benutzt beide. Der jüngste Sohn hat, eigentlich ist die ganze Geschichte von dem verlorenen Sohn, von dem wartenden Vater, ein Bild von was mit Adam und Eva geschehen ist. Der verlorene Sohn hat sich entfernt von seinem Vater. Er hat die Ungerechtigkeit gemacht. Hat gegessen von der Frucht, von dem Baum, von Erkenntnis von Gute und Böse. Er hat das Böse gemacht. Sein Bruder hat das Gute gemacht. Aber war das Gute gut? Das ist doch schön. So das Gute ist nicht immer gut. Warum nicht? Weil er hat es von seinem weisen Herz. Und das weise Herz kommt nach oben, ne? wenn sein Bruder zu Hause kommt. Ich hab noch nie ein Gebot übertreten. Weißt, das ist Religion. Es ist Selbstgerechtigkeit. Und das ist das Gute von dem Baum von Erkenntnis von Gute und Böse. Das Gute ist Selbstgerechtigkeit. Es ist schwieriger, sich zu bekehren von Selbstgerechtigkeit, dann von Ungerechtigkeit. Selbstgerechtigkeit denkt man noch immer, dass man Recht hat. Ich hab doch. Und der Sohn sagt, ich hab nichts mehr. Sein Bruder, ich kann nicht mehr. Und wenn man sagt, ich kann nicht mehr, sagt der Vater, gut. So, durch die Ungerechtigkeit ist der jüngste Sohn in die Position gekommen, wo er verbunden mit seinem Vater wird. So dass er hat das Negative gemacht und hat es positiv ausgewirkt. Der älteste Sohn hat das Positive, sogenannte Positive gemacht, aber konnte dadurch nicht in das Haus hineingehen, weil hat ihm in die Unabhängigkeit gehalten. Eigene Kraft. Wir in die Gemeinde, es gibt Leute, glaube ich, ich war immer da, ich habe immer das gemacht, und jetzt, Belohnung. Wo ist meine Belohnung? Guck dann doch, er bekommt Belohnung und ich dann. Die Erfahrung. Johannes, 1. Johannes, 1. Johannes 4, 17 und 19. Und ich lese von der Message und ich liebe Peterson. Peterson hat mal eine Übersetzung geschrieben. Und das heißt The Message.
Es gibt viele Übersetzungen, ne? Nein, Englisch. Aber wenn man das liest, dann ist es fast Deutsch. Ist es für ein Waisenkind möglich, in die Gemeinde zu gehen? Natürlich. Ist es für ein Waisenkind möglich zu beten? Ja. Bibelstudie zu empfangen? Okay. Ist es, ja, ich suche gleichzeitig etwas. Ja. Ist es für ein Waisenkind möglich, Bibelstudie zu geben? Es ist möglich, ne? Ist es für ein Waisenkind möglich, Bibelübersetzer zu sein? Ei, ei, ei. Übersetzt ein Waisenkind anders als ein Sohn oder eine Tochter, ja oder nein? So müssen wir vorsichtig sein, um die Bibel zu lesen. Was brauchen wir noch? Den Heiligen Geist. Die ersten Christen haben überhaupt kein Neues Testament gehabt. Die waren völlig abhängig von dem Heiligen Geist. Sind wir noch immer völlig abhängig vom Heiligen Geist, ja oder nein? Ah. So, das ist wichtig. Mal sehen. Oh, wo steht das jetzt? Barmherzig, gnädig. Mal sehen. Ich will das vorlesen. Gnädig. Noch einmal versuchen. 34. Nee. Hier. Das ist 34. Such. Barmherzig. Man kann inzwischen Zeit zum Beten nehmen. Ja, ich hab's. So, es ist wichtig, das Wort Gottes ist wichtig. Jemand hat mir gefragt, wie können wir den Vater kennenlernen? Und ich habe gesagt, durch das Wort. Das ist doch klar. Aber dann habe ich gedacht, die Bibel ist die Grundlage, die Basis für alle Christen auf die ganze Welt, in Südamerika, in Indien, Afrika, Duisburg. Wie viele verschiedene Gemeinden sind da aus hervorgekommen? 10.000 verschiedene Gemeinden.
Das gleiche Wort. So, wenn wir nur das Wort lesen, wie viele verschiedene Bilder Gottes werden daraus hervorkommen? Zehntausende. Und Gott sagt, ich bin nicht interessiert in wer du denkst, dass ich bin. Ich will mich bekannt machen, für wem ich wirklich bin. So, er hat sich an Mose bekannt gemacht, Gott. Exodus 34. Und da steht, und der Herr ging vor seinem Angesicht vorüber und rief, Herr, Herr Gott, barmherzig und gnädig, geduldig und von großer Gnade und Treue. Und ich bin ein strafender Gott. Sagt ihr das zu Mose? So, wenn in der Bibel, wenn ich eine Stelle entgegenkomme, die nicht hier drin steht, sage ich zuerst ein Fragezeichen. Mal sehen, habe ich das hier? Oh. Nein. Noch einen Moment. Straf. Ah. Ja, sonst werde ich das. Mal sehen. Ja, ich muss das, ich will etwas erzählen, aber das ist, ich werde das morgen. Morgen werde ich ein Beispiel geben, was in der Bibel steht und ob wir das nehmen müssen oder sagen, nein, Vorsicht. Okay, morgen. Das kommt morgen. Das kommt morgen, ja. Mal sehen, wo bin ich jetzt? Zurück nach Duisburg. Ja, wow. Hier, the message. 1. Johannes 4, 17 und 19. Gott ist Liebe. Wenn wir uns dauerhaft in einem Leben der Liebe niederlassen, das ist schön, ne? Wenn wir uns dauerhaft in einem Leben der Liebe niederlassen. Was muss man tun? Man braucht nichts zu tun, nur in die richtige Position zu kommen. Verstehst du? Wir nicht, nee, wir kommen und man kommt in eine Umgebung, wodurch das dich ändert. Leben wir in Gott und Gott lebt in uns. Glauben wir das? Dass Gott in uns lebt? Glauben wir das hier? Oder glauben wir das hier? Durch die Bibel zu lesen, ist es möglich, das hier zu glauben. Durch eine Erfahrung ist es möglich, hier zu glauben.
durch das Wort zu lesen, durch das Verstand, ändert sich das Herz nicht. Oft haben wir das gelernt. Es muss ins Herz kommen. Nein, der Sohn kommt, wird gefüllt mit der Liebe und dann sagt sie, wow, was ich jetzt erfahre, wow, ich erfahre volle Liebe von deinem Herz in mein Herz und du willst mein Vater sein? Ich kann dein Sohn sein? Und dann durch die Erfahrung, dann ändert sich die Weisenstruktur vom Denken. Es gab in unserer Gemeinde jemand, die ein Angststörnis hat. Ist das Deutsch? Ein Störung? Störung? Angststörung. Und die erste Johannes sagt, in der Liebe gibt es keine Angst. So, wenn ich das sage, dann hat sie ein Problem, weil sie erfahrt für viele Jahre ständig noch immer Angst. So, sie sagt, so, ich habe nicht die volle Liebe, weil die Angst ist noch da. In der Liebe gibt es keine Angst. Furcht existiert nicht. Aber dann plötzlich habe ich etwas gelesen. Jesus im Garten von Gethsemane. Und er hat die drei, Petrus, Jakobus und Johannes, mitgenommen. Und dann hat er gesagt, meine Seele ist bis zum hat Tode, betrübt, ja betrübt, aber man hat Todesangst, betrübt, Angst, andere Übersetzung. Und ich habe gedacht, ist die vollkommene Liebe dann verschwunden? Wie ist es möglich? Wie ist es möglich, dass Jesus Todesangst hat? Verstehst du? Was ist wahr? Treibt der volle Liebe die Angst aus, völlig aus, ja oder nein? Aber war die Angst in Jesus, ja oder nein? War die volle Liebe in Jesus, ja oder nein? Problem. Und dann habe ich gedacht, warte. Wo hat er Angst? In seine Seele. Ist das die gelbe Seite oder die blaue Seite? Ah. Die geistliche Natur, war die Angst da, ja oder nein? Ist unmöglich. In Gott, der Liebe ist, für in Gott ist es unmöglich, dass Angst da ist. Unmöglich. Gleichzeitig versucht Satan, in die irdische, in die geistliche Natur, da hat er nichts mit zu tun. Er kann nichts. Er kann nichts. Er ist überwunden. Der Tod ist überwunden. Am Kreuz. In die geistliche Natur kann er nichts. Aber die Seele, die irdische Natur, die wir noch immer mittragen, da versucht er. Und wenn wir, was macht Jesus? Er hat die Todesangst. Was? Er ruft es aus. Wie? Oh.
Ich wollte dich noch etwas fragen. Kann die Becher mal vorbeigehen, denkst du, oder? Denkst du, dass es... Nein, er hat es ausgerufen. Oh, kann die Becher vorbeigehen? Weißt du, hier, wenn man etwas erlebt, dann sieht man das in deine Hände. Er hat es ausgerufen. Und wenn etwas für dich schwierig ist und du rufst es aus, dann sagst du auch nicht, oh ja, ich habe es aufgeschrieben. Nein, du rufst es aus. Gott! Aber für Jesus, was macht er? Er sagt, kann diese Becher vorbeigehen? Aber nicht meine Wille, aber deine Wille geschehe. Und es ist möglich, um seine Hände zu öffnen. Und völlig abhängig vom Papa, ihm zu vertrauen. Versuch mal, nächstes Mal, wenn du es ausrufst, guck deine Hände an und versuch mal, die zu öffnen. My goodness, das kann schwierig sein. Aber das ist Vertrauen, das ist abhängig, das ist... Was geschieht ist, die irdische Natur, darin hat es stattgefunden. Aber Jesus macht eine Entscheidung und stellt die geistliche Natur davor. Und lebt von dieser Natur hinaus. Und die irdische Natur muss folgen. In deine Hände. Er hat es ausgerufen. Eli, Eli, lama sabachthani. Mein Gott, hat Gott ihn verlassen? Ja oder nein? Hör mal. Die Dreieinigkeit, ist es möglich für die Dreieinigkeit getrennt zu sein? Ja oder nein? Nein. Oh, so es ist nicht mehr, aber er hat es erfahren. Seelisch. Der Mensch Jesus hat das erfahren. Und weißt du, ich war letzten Monat in Mosambik mit in ein Kinderhaus mit aller Waisen, 50, 48. Die wissen, was es ist, Waisen zu sein. Aber ich konnte ihnen erzählen, die ganze Welt ist in dieser Position. Und Jesus hat es ausgerufen und hat auf das Moment erfahren, was es ist, um ein Waisenkind zu sein. Er hat alles erfahren, völlig am Ende. Das war das Wichtigste, weil Jesus hat gesagt, ich kann nichts von mich selber. Jesus. Gott. Ich kann nichts von mich selber. Er ist als Mensch gekommen und sagt, ich bin dem Mensch ähnlich geworden. Ich kann nichts von mich selber. Ich habe das Göttliche abgelegt, hintergelassen. Jetzt bin ich völlig abhängig vom Heiligen Geist, von Papa. Und ich
tue nur, was ich der Vater tun sehe. Aber er ist nicht hier gekommen als Gott und dann sich offenbart als Gott und gesagt, hör mal, ich bin Gott, ich bin Jesus und ich werde dich jetzt über meinen Papa im Himmel, Vater Gott, ich werde dich erzählen. Nein, hat er nicht gemacht. Er ist Mensch geworden. Warum? Offenbarte. Und er konnte erlösen. Und noch etwas? Trösten? Noch? Gleich zu sein. Ja, und er sagt, guck mal, es ist als Mensch möglich, wenn du die Geist empfängst, völlig von Gott abhängig zu sein. Es ist möglich. Wir können niemals mehr sagen, ich bin nur ein Mensch. Können wir nicht mehr sagen. Du bist nicht nur ein Mensch. Es ist möglich, er hat es möglich gemacht und er hat es für uns ausgelebt. Er sagt, guck mal, dass es möglich ist als Mensch. Guck mal. So, es ist nicht Jesus und wir versuchen, Jesus zu folgen. Nein, wir sollen Jesus ähnlich sein. Weil der Heilige Geist ist der gleiche Heilige Geist, den Jesus hat, die wir haben. Vater ist derselbe, der gleiche Vater. Unser Vater. Er hat gesagt, unser Vater. Unser Vater. So, zum Schluss, das sagt noch nichts. Hier, in 1. Johannes 4, 18, 19. In der Liebe gibt es keine Angst, Furcht existiert nicht. Die vollkommene, vollendete, erwachsene Liebe, so ein Prozess, ne? Man empfängt und man kann Gott lieben und seine Nächste. Und sich selber. Ja, da muss man sich selber auch lieben. Da fängt es an. Liebe aber vertreibt die Furcht. Denn die Furcht schließt die Erwartung göttlicher Strafe ein. Die Furcht schließt die Strafe ein. Und Jesus und der Vater sagen, mit bedingungsloser Liebe hole ich dich unter das Urteil weg. Kein Urteil. Ich hole dich mit die bedingungslose Liebe, kann ich dich wegholen. Wenn man vom Papa entfernt ist, bekommt man nicht die Strafe vom Papa. Nein, weil wir entfernt sind, sind wir unter das Urteil. Verstehst du? Hier sind wir sicher. Hier ist Papa. Hier ist die Position, hier ist, warum Jesus gestorben ist, so dass wir eins sein können, so dass wir Bildträger sein können, dass wir ihm sehen, dass wir ihm kennenlernen, für wem er wirklich ist und sein können, wie er ist. Wer sich also vor Gottes Gericht fürchtet, ist nicht vollkommen in der Liebe, hat kein ausreichendes Verständnis für Gottes Liebe entwickelt. Wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Amen.